Also, mein Name ist Ibrahim Akbas, gebürtiger Freiburger. Ich bin der Managing Director in der Türkei. Haben wir letztes Jahr gegründet, im April. Haben ein Start-up hinter uns. Und meine Aufgabe ist halt, in Türkei in den Niederlassungen zu managen. Es gibt bestimmte Schwierigkeiten, aber die muss man halt überwinden. Es macht auch Spaß, das zu überwinden. Das sind wie zum Beispiel, wenn man von ganz null anfangen würde, eine Niederlassung zu gründen, von Anmieten bis zur Endpunkt Personalbeschaffung, muss man alles mitmeistern. Natürlich bei IKA ist es viel angenehmer, weil man da auch genug Support hat dementsprechend. Deshalb war das auch problemlos. Ich würde sagen, was sehr, sehr wichtig ist in der Branche, einfach allgemein bei Sales oder bei Managing, Menschen zu verstehen, Menschenverhältnisse, das dementsprechend anzunehmen und weiterzugeben, was man da bei den Entscheidungen auch treffen kann. Das finde ich das Wichtigste, auf jeden Fall. Allgemein bei IKA, was sich irgendwie IKA irgendwie abhebt von anderen Konkurrenten oder Mitbewerbern, ist die zum Beispiel VR, Real World One. Ja, das ist halt eine super Kombination, die nicht jede Firma hat. Und da einfach von vorausschauenden, zukunftsorientierten Perspektive hat nicht jede Firma die Chance, das zu auszunutzen sozusagen. Ja. Und IKA hat die Möglichkeit, weil es kommt, es entwickelt sich immer weiter. Es ist ein sehr innovatives Unternehmen. Das muss man echt unterstreichen. Steckt echt viel Energie und Geld in Investitionen zur Innovation rein. Das ist sehr, sehr wichtig bei IKA. An dem ersten Tag allein sieht man auch, wie strukturiert IKA ist. Und allein in dem Produktionssaal, in Produktion, Made in Germany, das zu anfassen, Touch zu bekommen, allgemein im Application Support zu sehen, dass allein 3, 4 Leute dort, Kollegen arbeiten, die einfach den Sales Team einfach und den Kunden einen Support leisten. Das zu sehen, das hat mich echt damals echt überrascht und fand es echt cool. Innovation, auf jeden Fall. Und Struktur, Sicherheit und viele Möglichkeiten. Von Aufstiegschance bis zu allgemeinen Kompetenzen, Weiterbildung.